Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Blog redaktion42.com. Heute gibt es was auf die Ohren. Ob Infinity hier das letzte Album gewesen ist, sei dahingestellt. Auf jeden Fall ist Infinity eines der besten Studioalben der vergangenen Jahre. Die Purple haben nochmals all ihre Kraft und all ihre Kreativität zusammengenommen und ein hervorragendes Hardrock-Album abgeliefert. Wenn es wirklich das letzte Studioalbum sein sollte, dann ist es ein krönender Abschluss einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte. Die Herren, heute um die 70, haben noch den Bogen raus und agieren als Band gleichberechtigter Mitglieder. Vergessen ist für mich Ritchie Blackmore, der sich selbst ins Aus katapultiert hatte und mit Mittelaltergezupfe und Rainbow Revival seine Brötchen verdient. Auch John Lord spielt im Himmel die Orgel und schaut sicherlich wohlwollend auf die jüngste Besetzung seiner Deep Purple Crew. Ich habe mir hier die CD-DVD gekauft und freue mich schon beim Aufklappen. Das Innencover zeigte die Musiker in Eis. Ups, schau einmal hier. Kennt ihr das? Also ein Rock 71. Natürlich ist kein Child in Time dabei oder Smoke on the Water, aber es gibt hier solide Rockmusik, die einfach Spaß macht und vor Spielfreude einfach nur so strotzt. Auch wenn die Songqualität besser sein könnte. Wenn eine junge Band so ein Album heute herabliefern würde, dann wären die Kritiker aus dem Häuschen. Wenn die Purple so ein Album abliefert, sind nur noch die Fans aus dem Häuschen. Ihre Musik findet außerhalb des Mainstreams statt. Es ist schlichtweg sehr gut von Bob Ezrin produzierter Hardrock. Aber er tut sich schwer als Ohrwurm. Die Purple sind absolut begabte Instrumentalisten und auch Ian Gillan singt hervorragend. Doch das Songschreiben ist nicht immer die Sache der Band. Sie werden nie ein Team wie Jagger Richards oder gar Lennon McCartney, aber im Grunde macht's auch nichts. Jeder der Musiker bekommt seinen Raum und der alte Ian Paisley ist mir eigentlich ans Herz gewachsen mit seiner Trommelei. Der alte Mann hat das immer noch gut drauf und gibt im Duett mit Roger Glover am Bass die notwendige Stabilität. Keyboards und Gitarren dürfen dann machen, was sie wollen. Etwas verdutzt war ich allerdings, als ich den letzten Song lauschte. Sind das nicht die Doors? Es ist schön, wenn sich die Purple mit Roadhouse Blues an ihre Wurzeln erinnern. Aber warum nun das? Naja, einen Hinweis gibt es, dass es vielleicht doch das letzte Studioalbum sein könnte. Steve Morse leidet unter Arthrose. In der beiliegenden DVD mit dem legendären Yes-Keyboarder Rick Wakeman als Sprecher spricht Steve Morse offen über seine Krankheit. Ein Gitarrist mit fortschreitender Arthrose ist ein Widerspruch in sich. Steve Morse wächst trotzdem, trotz sichtlicher Schmerzen bei den Aufnahmen über sich hinaus. Ein angeschlagener Steve Morse ist besser als das Heer der Guitar Heroes da draußen. Ich werde mir auf jeden Fall das 2017er Konzert von Deep Purple in München ansehen. Ja, und dann auf ihrer Goodbye-Tour mein persönliches Auf Wiedersehen sagen. Also, klarer Tipp, hört euch die Sachen an. Wenn ihr solche Sachen hören wollt, Hardrock, schönes Hardrock-Cover auch hier, dieser Eisbrecher vorne drauf. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die CD- und DVD-Version. Es ist auch noch ein Textheftchen dabei mit den Lyrics und ja, da stellt man halt auch ein paar Bilderchen sind auch drin. Da muss man einfach zugeben, textliche Qualität ist nicht immer die Sache von Deep Purple gewesen, aber na, was soll's. Es ging ja da hier wirklich mehr um die Musik. Die DVD, was zeigt die DVD? Die DVD zeigt vor allem Studioaufnahmen vom Here to Infinity, also wie dieses Album aufgenommen wurde. Das ist ein ganz schöner Blick hinter die Kulissen. Natürlich sehr viel Glorifizierung und sehr viel Lobhudelei. Aber dennoch sieht man ganz gut, wie die Herrschaften zusammenarbeiten. Und das ist für mich das Entscheidende gewesen. Deshalb habe ich diese DVD auch wirklich angeschaut. Dauert knapp 90 Minuten. Normalerweise kann ich diese Lobhudeleien nicht hören. Aber die hat es Spaß gemacht, weil man wirklich gesehen hat, wie die Band an einem Album arbeitet. Und natürlich auch, wo die Schwachstellen von Deep Purple sind. Aber alles in allem eine gelungene Platte. Platte, sagt man das noch? Ja, ein gelungenes Album. Also, jetzt gibt's was auf die Ohren.